Longines kannte ich eigentlich immer nur von dem Legend Diver und ansonsten war die Marke für mich ein blinder Fleck. Ich hatte das große Vergnügen, Ende 2019 Longines auf eine für mich ganz neue Art und Weise kennenzulernen. Deshalb bin ich heute sehr glücklich, euch eine Neuerscheinung aus dem Jahre 2019 vorstellen zu können, die Longines 1832 Moonface. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Die Longines 1832 Moonface stammt aus der Serie 1832 und 1832 ist eine Erinnerung, eine Reminiszenz an das Gründungsjahr von Longines. Und damit ist Longines wohl die älteste eingetragene, unveränderte und immer noch aktive Marke der Welt. Die Serie 1832 umfasst aktuell vier Modelle. Ich blende euch hier drei Modelle ein. Der ganz normale Dreizeiger, den gibt es auch als Variante mit 30 mm Durchmesser als Damenvariante. Mein Thema heute und die Uhr, die ich euch vorstellen möchte, ist die 1832 Moonface, die der User Bachmann aus dem Uhrforum, vielen Dank an dieser Stelle, mir am 29. Dezember für ein Video zur Verfügung gestellt hat. Ich finde das total nett und freue mich ungemein, euch heute diese sehr spezielle Uhr und wirklich wunderbar gemachte Uhr vorstellen zu können. Die 1832 Moonface ist im Prinzip eine Dreizeigeruhr mit der zusätzlichen Komplikation einer Mondphase in einer Anzeige auf der 6-Uhr-Position sowie einem kleinen Zeigerdatum an der gleichen Stelle. Diese Uhr ist konzipiert als reine Dresswatch mit 40 mm Durchmesser, vielleicht etwas an der oberen Grenze für eine reine Dresswatch. Aber aufgrund der Machart finde ich es sehr, sehr stimmig und es passt in den in meinen Augen etwas maskulinen Charme dieser Uhr. Für eine Dresswatch hat sie typischerweise eine sehr geringe Wasserdichtigkeit mit 3 Bar. Ich finde es aber ausreichend für diese Art von Uhren, denn mit der würde ich sowieso keinen Sport machen, nicht schwimmen gehen und ähnliches. Ich muss ganz ehrlich gestehen, Dresswatches sind nicht so hundertprozentig meins, unter anderem auch wegen der Wasserdichtigkeit, aber ich finde diese Uhr wirklich, wirklich toll gemacht und sie gefällt mir ausgesprochen gut. Das Band ist aus Leder, das Saphirglas ist doppelseitig entspiegelt, leicht gewölbt und steht etwas über mit einer facettierten Kante, aber das zeige ich euch später noch im Detail. Das Werk selber ist eine Auftragsentwicklung von ETA für Longines. Dieses Werk wird es in keinen anderen Uhren geben, beziehungsweise in keinen Uhren anderer Marken. Insofern ist es vielleicht kein Manufakturkaliber, aber ein proprietäres Kaliber, welches nur von Longines in diesem Zusammenhang verwendet wird. Genauere Spezifikationen werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. An dieser Stelle vielleicht noch eine ganz kurze persönliche Anmerkung. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr sie mögt, könnt ihr mich wirklich unterstützen, indem ihr meinen Kanal abonniert oder mich weiterempfehlt oder auch meine Videos als Link an Freunde und andere Uhrensammler verschickt. Dafür würde ich gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen. Ich finde, das Gehäuse der 1833 Moonface wirkt sehr maskulin und sehr präsent. Die Hörner sind relativ eckig, haben einen sehr geraden Abschluss, wirken fast etwas balkenartig. Die Gehäuseflanke ist relativ hoch und steil, wobei die Uhr trotz ihrer 40 mm Durchmesser sehr präsent am Arm wirkt und durchaus auch für etwas kräftigere Männerarme gut geeignet ist, ohne nicht tragbar zu sein bei schmaleren Armen. Ich finde, hier hat Longines einen sehr gelungenen Spagat hinbekommen. Es gab hin und wieder auch Kritik an dieser Uhr, was man in Foren lesen konnte. Einer der Kritikpunkte, die angeführt wurden, war die Zeigerlänge. Der Minutenzeiger sei nicht lang genug, würde nicht an die Indizes, an die Minutenindizes heranreichen, der Stundenzeiger sei zu kurz.
Wenn man sich die Uhr genau anschaut, dann sieht man, dass die Minutenindizes nur wirklich kleine Punkte am äußeren Rand des Ziffernblattes sind. Mir persönlich wären die Zeiger zu lang gewesen, wenn sie bis dort reichen. Insofern, ja, der Minutenzeiger ist vielleicht etwas kurz, aber ich finde ihn absolut ausreichend lang, um die Uhr gut ablesen zu können. Und ich finde, die beiden Dauphinzeiger geben ein sehr, sehr stimmiges Bild auf dem Ziffernblatt ab. Persönlich hätte ich da überhaupt keinen Änderungswunsch. Ein weiterer Kritikpunkt war, dass die Krone zu groß sei und das Gesamtbild störe. Ich für meinen Teil kann das nicht bestätigen. Die Krone, finde ich, passt sehr gut zu der präsenten und etwas maskulin wirkenden Uhr. Eine kleine Krone hätte nach meinem persönlichen Geschmack dieses Konzept etwas durchbrochen und hätte als unstimmiges Element in das Gesamtkonzept nicht reingepasst. Die große Krone gefällt mir und hat zudem den Vorteil der einfachen und guten Bedienbarkeit, was man bei kleinen Kronen oft nicht hat, da sie vielleicht manchmal etwas fummelig sein können. Die Uhr ist auch sehr dezent mit Leuchtmasse ausgestattet. Die Dauphinzeiger haben einen kleinen Leuchtmassebalken auf dem Zeiger selber und es gibt kleine Leuchtmassepunkte auf der 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr und 9 Uhr Position. Aber bei Dunkelheit können das nur ganz, ganz leichte und dezente Anhaltspunkte sein. Und ich vermute auch, dass sie nicht von langer Dauer sind, da einfach die Menge der Leuchtmasse wohl nicht ausreicht, um langanhaltend und deutlich zu leuchten. Die Rückseite dieser Uhr ist ebenfalls sehr attraktiv gestaltet mit einem Sichtboden, einem etwas verzierten Werk, einem Rotor mit dem Longines-Logo und Genfer Streifen. Insgesamt sehr stimmig für das Gesamterscheinungsbild der Uhr. Ob man jetzt einen Glasboden mag oder nicht, ist Geschmackssache. Ich bin auch ein Freund von gut gemachten und verzierten Stahlböden. Aber bei dieser Uhr finde ich es sehr passend und einer Dresswatch wirklich angemessen. Ich hatte anfangs bereits auf das Glas verwiesen. Ich möchte euch das nochmal im Detail zeigen. Das Glas selber ist leicht gewölbt und gibt der Uhr dadurch etwas mehr Höhe und betont ein klein wenig den präsenten Auftritt. Es steht aber etwas über an den Kanten und ist an den Kanten leicht facettiert. Ich befürchte, dass dort vielleicht die Gefahr bestehen könnte, sich kleine Beschädigungen in das Glas zu holen, sollte man doch irgendwo anecken, insbesondere an dem Übergang der Facette zu dem eigentlich gewölbten Glas. Da es aber eine Dresswatch ist, sollte sich diese Gefahr in Grenzen halten. Dennoch glaube ich, dass ein komplett eingebautes Glas hier etwas unempfindlicher ist. Dafür sieht dieses Glas etwas aufwendiger aus und ist etwas außergewöhnlicher als ein komplett eingelassenes Glas. So, jetzt habe ich die Uhr soweit vorgestellt. Ich möchte euch aber noch zwei Sachen zeigen. Das eine ist das Stellen der Mondphase und des Datums sowie einen bildhaften Vergleich mit der Longines Master Collection Annual Calendar. Beides Uhren, die sehr neu im Longines-Programm sind und in einer ähnlichen Größenklasse spielen, zumindest was die technischen Daten betrifft, von 40 mm. Im direkten Vergleich aber durch die unterschiedliche Gehäusebauform, die unterschiedliche Form der Lünette und auch der Hörner am Arm und auch im direkten Vergleich nebeneinander sehr, sehr unterschiedlich wirken. Meiner Meinung nach wirkt die 1832 mindestens 1 bis 2 mm größer als der Annual Calendar aus der Master Collection Serie. Aber zunächst schauen wir uns einmal das Stellen der Uhr an. So, im ersten Schritt stelle ich das Datum über die Krone. So wie man es kennt, durch Drehen der Krone springt das Datum vor. Hier in diesem Fall ein Zeigerdatum. Sehr angenehm finde ich, dass auch die Mondphase über die Krone gestellt werden kann und man nicht die ganze Uhr permanent vorkurbeln muss. So, ihr könnt es also deutlich sehen, die Mondphase erscheint und verschwindet wieder und das Datum lässt sich ebenfalls stellen über die Krone. Insofern eine sehr einfach zu bedienende Uhr. Und den Vergleich der beiden Uhren der 1832 Moonphase und des Annual Calendars aus der Master Collection Serie zeige ich euch unkommentiert, damit ihr eure eigenen Eindrücke gewinnen könnt.
Ich freue mich, dass ihr bei mir wart und nun lasse ich euch mit dem Vergleich der beiden Uhren und etwas Musik alleine. Bis dahin, euer Watchmaxe.